Kurznachrichten. Ich hab's ja schon mehrfach angekündigt, aber nun endlich ist es soweit. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Der Flavio von Witzleben hat Daniele Ganzer interviewt. Schenken wir ihm Beachtung, aber die Witze mache ich. Und nun das Dossier. Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann. Und wenn man die Kontrolle haben will und es nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Ich finde natürlich gut, dass Olaf Scholz sagt, wir schicken keine Bodentruppen in die Ukraine. Und ich bin natürlich überrascht und auch befremdet, dass der Präsident von Frankreich genau das sagt, dass er das tun will. Er hat es aber auch noch nicht gemacht. Es ist jetzt einfach ein Krieg der Worte. Aber ich bin auf der anderen Seite von Olaf Scholz auch völlig enttäuscht, weil er hat zum Beispiel den Terroranschlag auf die Nord Stream Pipelines nicht aufgeklärt. Und er hat sich immer wieder sozusagen dem amerikanischen Druck auch gebeugt. Die Amerikaner gesagt haben, Deutschland soll jetzt Leopard-Panzer liefern, oder? Hat er zuerst gesagt, nein, ich will nicht, das ist eine rote Linie und dann bricht er wieder. Also es ist jetzt auch keine Person, in der ich viel Vertrauen habe. Ich bin mir auch nicht so richtig sicher, aber solange das Zeug nicht geliefert wird. Ein Krieg ist wie ein Krebsgeschwür und der kann immer Metastasen bilden. Und plötzlich ist da noch eine Metastase und dann wird Nord Stream gesprengt und Norwegen ist noch involviert und meiner Meinung nach haben die USA Nord Stream gesprengt. Dann ist aber innerhalb der NATO sind ja da Norwegen und die USA und Deutschland sind eigentlich Waffenbrüder. Dann bekämpfen die sich untereinander auch noch. Und dann kann auch in Russland, oder? Kann eine Konterrevolution kommen, dass ein Teil der Armee Richtung Moskau marschiert. Und dann plötzlich kann aber auch im Gaza-Krieg kann es passieren, dann, dass die Hisbollah vom Libanon sozusagen dann Israel beschießt. Und dann sagt Israel, ja, wenn ihr uns beschießt, dann beschießen wir den Libanon. Und dann im Irak sagen die Iraker, ja, hier hat es amerikanische Militärbasen, dann beschießen wir die. Dann findet man heraus, da sind aber auch noch deutsche Militärbasen im Irak. Dann denkt man sich, warum sind da überhaupt Deutsche im Irak? Dann sagt man, ja, das ist halt, die sind dort, weil die den Terror bekämpfen und dann gehen die Amerikaner rein und dann beschießen die Houthis die Amerikaner und die Amerikaner beschießen dann die Houthis und dann sagen die Iraner, wenn ihr da die Houthis beschießt, dann wissen Sie, Herr von Witzleben, man kann immer die Dinge in die Eskalation hineinstoßen und der einzelne Mensch denkt immer, ich habe es unter Kontrolle. Das Dossier. Es hieß jetzt immer lange Zeit, die Ukraine muss gewinnen. Und jetzt ist es das neue Framing, Russland darf nicht gewinnen. Das gehört wahrscheinlich einfach nur zu diesem Framing mit dazu, oder? Da muss man. Im Krieg gibt es eh keine Gewinner. Also ja, wer hat denn gewonnen, wenn die einen haben ihre Toten begraben, die anderen haben ihre Toten begraben. Die Leute haben kein Bein mehr, sind traumatisiert. Also auch diese ganze Idee von Gewinnen, ja, über die muss man ja auch nachdenken. Also im Fußball bin ich völlig einverstanden, kann man von einem Gewinner sprechen. Wenn ein Fußballteam 3 Tore macht und das andere macht 1 Tor, dann ist das ein Sieg. Das stimmt. Aber in einem Krieg verlieren immer sozusagen beide Gruppen, weil sie verlieren sehr viele Menschen. Sie haben danach Traumatisierte. Die einzigen, die gewinnen, das ist eigentlich die Rüstungsindustrie. Darum sage ich, die Besitzer der Rüstungsindustrie, die müssten an die Front. Also BlackRock und Vanguard und State Street, das sind die großen Investoren. Oder die Chefs von Boeing oder Raytheon oder Rheinmetall. Wenn die an die Front gingen, dann wäre der Krieg schnell vorbei. Weil das sind die älteren Männer. Und die haben keine Lust, dass sie erschossen werden. Mhm. Und die schicken die jungen Männer. Mhm. Und die jungen Männer haben keine Ahnung. Oder sind unter Druck, die müssen dann gehen. An dieser Stelle muss ich einwerfen, auch ich habe so einen jungen Mann in meiner näheren Umgebung, mein Sohn. Flavio von Witzleben traf den Daniele Ganzer bei einer Veranstaltung in Hannover. Herr Ganzer, wir sind hier in Hannover. Sie haben hier gestern einen Vortrag gehalten. Sie leben ja bekanntermaßen in der Schweiz. Sie sind jetzt schon seit mehreren Tagen, glaube ich, hier in Deutschland, halten Vorträge, machen jetzt am Wochenende noch einen Achtsamkeitskurs. Wie nehmen Sie denn die Stimmung hier in Deutschland wahr und wie waren die Vorträge? Also mein Eindruck ist natürlich subjektiv. Ich habe immer das Gefühl, alle hier in Deutschland wollen keinen Krieg. Also die wollen wirklich nicht, dass die Spannungen mit Russland zunehmen oder dass es tatsächlich zu einem Krieg zwischen Russland und Deutschland kommt. Das ist mein Eindruck. Hat sich auch damit zu tun, dass die Menschen, die zu meinen Vorträgen kommen, jetzt wirklich einfach keinen Krieg wollen, keine Kriegspropaganda. Und ich habe in Hamburg habe ich gesprochen und in Bremerhaven und jetzt in Hannover.
Hamburg habe ich sogar zweimal den Vortrag gehalten und es ist immer ausverkauft. Und ja, es ist großes Interesse, die Menschen sind sehr freundlich. Wie steht es um öffentliche Reaktionen? Du hast keine Demonstrationen mehr, vielleicht da oder dort mal ein schlechter Artikel, aber im Vergleich zum letzten Jahr ist es viel ruhiger geworden. Mhm. Unser wackerer Mitstreiter von der Demo-Kunsthalle zu Hamburg, Thomas, besuchte eine Veranstaltung von Ganser in Hamburg. Darüber spreche ich mit ihm, aber zuvor... Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus da lässt. Demo Kunsthalle Hamburg, am Telefon begrüße ich Thomas aus Hamburg, sei gegrüßt. Ja, hallo Marcel, grüß dich. Wir haben ein interessantes Thema, du hast eine Veranstaltung besucht, die Auftaktveranstaltung der aktuellen Tour von Dr. Daniele Ganser. Ja, der ist ja auf Tournee mit seinem Programm Weltfrieden und startete am 11. März in Hamburg. Dann war er in Bremerhaven, dann nochmal in Hamburg. Dann war er zweimal in Hannover, dann war er in Rostock, Frankfurt an der Oder und in Magdeburg am 20.03. Und seine Tournee geht weiter im April mit Terminen erstmal in Österreich, aber dann kommt er auch wieder nach Deutschland. Ja, dein Eindruck zur Veranstaltung? Ja, wie gesagt, ausverkauft, die Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg, die fast gut 1.100 Zuschauer, war an beiden Tagen ausverkauft und ja, also eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre und der Vortrag, den er hielt, war in zwei Teilen aufgebaut mit einer kleinen Pause, wo er im Foyer halt auch ein sogenanntes Meet and Greet gemacht hat. Und sein wichtigster Punkt, wie gesagt, war der Weltfrieden. Und er führte halt in seiner Analyse, in seinem 75-minütigen ersten Teil und dann nochmal in dem ungefähr 60-minütigen zweiten Teil so die fünf Regeln für den Weltfrieden aus. Die wären einmal erstens das UNO-Gewaltverbot respektieren, zweitens alle gehören zur Menschheitsfamilie, drittens Friedensverhandlungen nicht sabotieren, viertens Medien für den Frieden statt Medien für den Krieg und fünftens Achtsamkeit und gewaltfreie Kommunikation. Und ich bin da sehr beseelt wieder rausgegangen. Und was ich auch toll fand von ihm, die Hamburger For Assange-Gruppe konnte im Foyer halt auch einen Stand machen und hat dementsprechend auch gerade die Forderung Free Assange halt allen Zuschauern auch nochmal sehr nahe gebracht. War aber auch ein Thema in dem Vortrag, den Daniele Ganser gehalten hat. Ich habe einige Leute erlebt, die in Rostock mit dabei waren und dort hat er auch eine große Halle gefüllt. Auch wenn seine Themen im Moment nicht Mainstream ist, ist es auf jeden Fall erfreulich, dass er damit mehr und mehr Menschen anzieht in beiden Teilen Deutschlands. Auf jeden Fall sehr, sehr gut, Daniele Ganser. Und du hast mir auch ein Foto geschickt. Ja, wie gesagt, ich habe da auch das Hamburger Team von Hamburg for Assange etwas unterstützt. Aber es ist auch eben auch sehr interessant, wenn man nochmal sich so die Berichterstattung zu diesen Veranstaltungen anguckt. In Hamburg war es halt so absolutes Schweigen im Blätter- und Medienwald. Ja. In Rostock war es dann halt so, dass die Lokalzeitung halt dieses übliche umstrittene Historiker Daniele Ganser hält Vortrag in Rostock und wird bejubelt. Ja. Also wo man dieses unterschwellige Framing halt schon so raushört, ja, in der Überschrift. Aber nichtsdestotrotz zieht er halt Menschen an und ich finde halt, gerade in diesen Zeiten, was wir jetzt erleben, das ist halt sehr, sehr wichtig, dieses Thema Weltfrieden und dass wir hier friedenstüchtig werden müssen und nicht kriegstüchtig. Da stimme ich dir sehr zu. Danke für das kurze Gespräch. Wir hören natürlich gleich im Dossier mehr mit Dr. Daniele Ganser. Ein aktuelles Interview mit Flavio van Witzleben. Wir bleiben dabei. Wir sind derzeit noch im Scheinfrieden und wollen mehr. Also es ist wirklich natürlich bedrohlich, weil die Idee des französischen Präsidenten Macron, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken, ist einfach verrückt. Das sollte man auf keinen Fall tun. Das, was es in der Ukraine braucht, sind Friedensgespräche, weil die hat es auch gegeben in Istanbul im März 2022 und dort hätte man den Konflikt wirklich beilegen können. Ich finde es auch gefährlich, wenn
deutsche Politiker sagen, wir sollten wieder Krieg gegen Russland führen. Also das erinnert mich einfach an den Zweiten Weltkrieg und da weiß man, das ist nicht, hat nicht gut geendet. Mhm. Und ich bin wirklich, natürlich kann man sagen, die Menschen, die zu meinen Vorträgen kommen, wollen keine Kriege, aber ich glaube, auch weit außerhalb von meinen Vortragshallen wollen die Menschen in Deutschland keinen Krieg mit Russland. Ich würde wirklich behaupten, das ist eine ganz kleine Gruppe von natürlich Politikern, die man viel hört. Die bekommen sehr viel Raum in den Medien. Die werden dann immer wieder sozusagen mit einem großen Mikrofon ausgestattet. Und die sagen ja immer das Gleiche. Also sie sagen eigentlich mehr Waffen, noch mehr Waffen. Das ist keine Lösung. Es ist keine Lösung, wenn man immer mehr Waffen in ein Kriegsgebiet hineinbringt. Und da wird dann zuerst gesagt, nein, auf keinen Fall werden wir zuerst nur Helme liefern. Und dann, okay, nein, dann liefern wir auch Landminen. Und dann, aber Panzer würden wir nie liefern. Und dann plötzlich, nein, jetzt liefern wir auch Leopard-Panzer. Mhm. Und dann wird das immer so als Wunderwaffe dargelegt. Dann sind die Leopards zerstört. Und dann geht es um die Taurus-Marschflugkörper und so weiter. Aber dieser Eskalationskurs, wenn Sie mich fragen, was ich davon halte, ich finde das falsch. Also ich finde, es braucht in der Ukraine Friedensgespräche. Und auch der andere Konflikt im Gazastreifen, da sind jetzt mehr als 30.000 Tote, das sind mehr als 10.000 davon sind Kinder. Auch Netanyahu, der Premierminister von Israel, muss dringend einen Waffenstillstand jetzt unterschreiben, weil es geht nicht, dass wir, er argumentiert, ja, ich töte nur Terroristen. Ja, das sieht ja jeder, dass das nicht die Wahrheit ist. Also, es sind zwei Konflikte, die eben die Gefahr haben, dass sie explodieren. Mhm. Und darum sage ich, bevor sie explodieren, also dass Polen sozusagen reingezogen wird in den Ukraine-Krieg oder dass Frankreich Bodentruppen bringt oder dass Deutschland russische Infrastruktur beschießt, das wäre eine Explosion. Das sollte man auf keinen Fall tun. Und im Gaza-Krieg ist natürlich auch im Norden mit dem Libanon die Gefahr, dass es explodiert. Oder dann kann man sagen, man kann dann auch sozusagen mit dem Iran noch direkt in den Krieg kommen oder die Iraker können US-Militärbasen im Irak bombardieren. Es ist einfach Wahnsinn. Für mich ist es Wahnsinn. Ich sage, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie und wir sollten lernen, unsere Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Mhm. Eigentlich ganz einfach. Woher kommt denn diese Kriegslüsternheit in Deutschland, Herr Ganser? Also, ich würde vielleicht einordnen, dass es natürlich im Zweiten Weltkrieg diese Kriegslüsternheit ja auch gegeben hat. Es ist aber nicht nur in Deutschland. Auch die Japaner haben eine Kriegslüsternheit, haben andere Länder überfallen. Oder die Briten haben ja auch irgendwie große Teile von Afrika erobert. Oder die Franzosen haben Indochina erobert. Es ist also nicht jetzt nur hier in Deutschland eine Kriegslüsternheit, aber es war eigentlich nach 1945 war dann eigentlich klar, nie wieder Krieg hier in Deutschland. Aber die Amerikaner zum Beispiel haben dann nach 1945 im Iran die Regierung gestürzt, dann haben sie 54 Regierungen in Guatemala gestürzt, 61 sind in Kuba einmarschiert, 64 haben sie angefangen, Vietnam zu bombardieren, bis 75, also 3 Millionen Tote. Dann haben sie Libyen bombardiert, haben sie Syrien bombardiert, haben sie Afghanistan bombardiert. Und ein Teil der Kriege, in die Deutschland verwickelt ist, kommt eben aus den USA. Also es wird von den USA angestoßen. Das kann man wirklich historisch beweisen, weil zwischen 1945 und 1995, also während 50 Jahren, hat Deutschland keinen Krieg teilgenommen. Das fand ich sehr gut. Und dann 1999 hat man zusammen mit dem US-Präsidenten Bill Clinton hat man Serbien bombardiert. Das war unter Bundeskanzler Schröder und Außenminister Joschka Fischer. Das war ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Und schon 2 Jahre später ist man nach Afghanistan gezogen, der nächste Krieg. Also als nie wieder Krieg wurde hin und wieder Krieg. Und dann hat man im Syrienkrieg mitgemacht, 2015. Die Deutschen haben die Luftaufklärung gemacht für die Amerikaner und die Amerikaner haben bombardiert. Und jetzt der nächste Krieg, also nach Serbien, nach Afghanistan und nach Syrien, übrigens verloren gegangen. Also Afghanistan war ein Krieg, den die USA und die Deutschland als Verlierer wieder abgezogen sind. Mhm. Versucht man Deutschland in diesen vierten großen Konflikt hineinzuführen. Und das ist eben der Krieg in der Ukraine. Da sage ich wirklich, das ist sehr, sehr gefährlich. Daniele Ganser zu den deutschen Generälen. Wenn Deutschland einen Angriff auf die Krimbrücke mit Taurus-Marschflugkörpern macht,
und auch versucht, die Spuren zu verdecken. Ein Teil des Gesprächs ging ja darum, wie könnte man die Spuren verdecken. Aber wenn das aus Deutschland unterstützt wird, dann ist es ein Angriff von Deutschland auf Russland. Und der einzige Kommentar, den ich dazu habe, ist, das sollte man auf keinen Fall tun. Zur Vorgeschichte. Ich bin schon der Meinung, dass der ganze Krieg mit einem Putsch der USA begonnen hat. Also 2014, natürlich waren auch Rechtsradikale in der Ukraine daran beteiligt, aber die entscheidende Entwicklung historisch gesehen für mich war, dass der Westen die NATO-Osterweiterung gemacht hat mit Polen, mit Ungarn, mit Estland, Lettland, Litauen, mit Rumänien, mit Bulgaren, mit Slowakei, Slowenien und so weiter. Also die Idee, einfach die NATO weiter auszudehnen, weil das war der erste Schritt. Und dann kam man eben 2008 auf dem NATO-Gipfel in Rumänien, in Bukarest, hat man gesagt, man möchte auch die Ukraine in die NATO hineinziehen. Das wurde auch öffentlich gesagt. Das war damals noch Präsident Bush in seinem letzten Amtsjahr, also US-Präsident. Und das hat man dann wirklich verfolgt. Also das war nicht nur eine Erklärung, sondern das hat man umgesetzt. Und man hat 2014 eben Präsident Janukowitsch gestürzt in der Ukraine. Und das heißt, Da habe ich einen ganz anderen Blick als ARD, ORF und SRF. Weil ARD, ORF und SRF, also SRF ist das Schweizer Fernsehen, also ich weiß nicht, ob das hier so bekannt ist. ORF, das sind die Österreicher, ARD kennt ihr ja hier, und ZDF. Das heißt, das sind so ein bisschen die Leitmedien, weil viele ja einfach noch irgendwie so vor dem Fernseher sitzen, was natürlich eine einseitige Perspektive ist. Aber die sagen immer, der Krieg hat 2022 mit der russischen Invasion angefangen. Ich sage immer, die russische Invasion vom 24. Februar 2022 ist illegal, weil es ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Aber der Krieg hat mit dem Putsch vom 20. Februar 2014 angefangen. Und das heißt, und der ist auch illegal. Das heißt, Obama, US-Präsident Obama und Joe Biden, der war Vizepräsident, haben mit Victoria Nuland zusammen diesen Putsch gemacht. Und wenn Sie fragen, sehe ich das als eine westliche Intervention? Ja, klar. Ich bin gespannt, ob wir es noch erleben, eine Sichtweise, die in diese Richtung geht, irgendwann erklärt zu bekommen und auch von wem. Wie sehen Sie das denn als Historiker? Sehen Sie das auch so, dass wir hier gerade die letzten Atemzüge dieses US-Imperiums sehen? Also man weiß es nie, wann es die letzten Atemzüge sind. Aber für mich ist sicher so, dass das amerikanische Imperium eine Realität ist. Und da darf man nicht sagen, die amerikanischen Bürger wollen diese Kriege, sondern es ist eine kleine Klientel aus Firmen und Regierungen, Regierungsmitglieder, die an diesen Kriegen interessiert ist. Wie in Deutschland, das ist eigentlich, die Regierung ist das eine und die Rüstungskonzerne und die Medien und die Bevölkerung ist das andere. Und dieses amerikanische Imperium ist sicher in der Krise. Also das kann man sicher sagen, weil es ist einerseits eine militärische Krise. Man hat den Vietnamkrieg verloren, 75. Und dann hat man jetzt auch den Afghanistan-Krieg verloren. Der ging ja 2001 bis 2021. Also die ersten 20 Jahre vom 21. Jahrhundert war mal Afghanistan-Krieg. Aber man möchte gar nicht mehr so darüber sprechen, weil man hat ihn verloren. Und danach kommt jetzt der Ukraine-Krieg und es sieht alles danach aus, dass Zelensky diesen Krieg gegen Putin verlieren wird. Und dann sind die Amerikaner auf der Verliererseite. Es ist jetzt noch nicht sicher, aber es sieht danach aus, sage ich mal. Muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Und das wäre nach Afghanistan natürlich eine weitere Niederlage. Dann auch in Syrien haben die USA versucht, Präsident Assad zu stürzen. Das ist ihnen nicht gelungen. Aber vielleicht am fatalsten ist jetzt der Krieg, den Israel gegen die Palästinenser im Gaza-Streifen führt, weil hier verlieren die USA sozusagen die moralische Glaubwürdigkeit, wenn sie denn überhaupt noch eine hatten. Die abschließende Erkenntnis. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Aber ja, Thomas aus Hamburg, Flavio von Witzleben, Daniele Ganzer, das Dossier. Guten Morgen, liebe Nutzer von alternativen Medien. Basta Berlin. Der alternativlose Podcast. Am Donnerstag und am Dienstag Infrarot live, die kleine Audiodatei. Donnerstag, 4. April 2024. Da scheint sich eine Tradition zu entwickeln, ganz in Tradition von Jimi Hendrix, der nur mit 27 Jahren an frisch Erbrochenen dahinschied, sozusagen den Weltrekord im Kotzen brach, würgt Jens Zimmer Nationalhymnen Hendrix, die des US-amerikanischen Hegemons beim Woodstock-Festival, Zimmer als Einleitung in den Infrarot-Live-Podcast. Diese Woche die deutsche, letzte Woche die russische, aus traurigem Anlass.
Jungs, daraus müsst ihr was machen. Geht heute sogar Doppelvinyl, Limited Edition. Wenn du früher nicht abverkauft hast, warst du am Arsch. Übrigens auch bei Amiga in der DDR. Heute machst du Limited Edition, 50er Auflage, Vinyl, 200 Gramm, 400 Gramm, 600 Gramm. Ich weiß gar nicht so genau. Zu DDR-Zeiten war es so, die Amiga-Platten waren schön leicht. Polnische zum Beispiel recht schwer. Black Celebration von Depeche Mode hatte ich aus Polen. Und wenn dann beim Disco-Veranstalten der Strom etwas schwankte, kam es schon mal vor, dass die Schallplatte etwas langsamer spielte. Gut, war bei den Grofti-Fans von Depeche Mode nicht so schlimm. Stripped kann man auch etwas langsamer hören. Aber du konntest ja damals nicht direkt auf Dirty Dancing umschalten. Sowas musste ja psychologisch vorbereitet werden. Aber ich verplaudere nicht. Mache einen auf Ulknudel. Kommen wir zum harten zur NATO. ARD und ZDF singen heute das Lied. 75 Jahre NATO, kriegslüstern frohlockt die Tagesschau. Sie wäre alles andere als hirntot. Nordkurier berichtet Cornelia Nenz. Sie war Moderatorin bei der Kundgebung des Friedensbündnisses in Neubrandenburg. Sie wagte es der NATO, die Schuld am Ukraine-Konflikt zu geben. Sie nannte die DDR einen Friedensstaat. Nun fordert CDU-Generalsekretär Mecklenburg-Vorpommerns Daniel Peters die Neustrelitzer zur Rückgabe ihres Landesverdienstordens auf. Merken Sie, wenn man für etwas nicht sein darf, dann für Frieden. Hilfsorganisationen stoppen ihren Einsatz in Gaza. Da lebt noch etwas. Israels Minister Gantz fordert Neuwahl im September. Luftangriffe, Kharkov, Tote werden gemeldet. Jens Stoltenberg, NATO-Chef, plant für den Ausfall der USA. Wie ich seit langem voraussage, dann wird sich Europa direkt engagieren. Die USA sind aus allem raus. Die Tagesschau hetzt den Aufbau von Mariupol daran, wären laut Monitor-Recherche auch deutsche Firmen beteiligt. Und Kiew fordert mehr Flugabwehrsysteme. Give us a credit. Aus Russland kommendes Schiff mit einer Fracht liegt in Rostock fest. Drauf wäre Birkenholz. Das unterliege EU-Sanktionsbestimmungen. Auch gibt es angereichertes Uran. Was lernen wir? Der Handel zwischen den USA und Russland floriert. Wir Deutschen und wir Europäer hingegen hetzen uns in einen Krieg hinein. Ich weiß ganz genau, wie das endet. Die US-Amerikaner werden, wenn's knallt, uns zum Rückzug zwingen und von gar nichts etwas wissen. Verantwortlich für politischen Dadaismus dieser Art Politiker wie Robert Habeck. Seine weinerliche Osterrede ausdiskutiert im Infrarot-Podcast vergangenen Dienstag. Mehr dazu gleich. Zuvor Kanzler und der alte Chef. Wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Altkanzler Gerhard Schröder wirkt in einer ARD-Dokumentation. Nächste Woche. Springers Welt zitiert: Ich brauche doch für mein Lebenswerk nicht die Zustimmung der SPD-Führung. Apropos Lebenswerk. Mit 114 Jahren ist der älteste Mann der Welt gestorben in Venezuela. Ich sehe das Bild auf RP Online. Er hatte einen schlechten Zahnarzt. Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du? Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht. Ja, Putin, das ist schon jetzt gewiss, wird in die Geschichtsbücher eingehen als ein Diktator, der zehntausende Männer in den Tod geschickt, zehntausende Frauen und Kinder an... Putin wird in die Geschichte eingehen als der Mann, der das am Boden liegende Russland wieder aufgebaut hat und zur Weltmacht geführt hat. Und Putin... Da werden in 300 Jahren, da werden immer noch Statuen an den erinnern. Die Kinder werden wissen, wer das gewesen ist. Der kommt nämlich im Unterricht vor. Und Leute wie Habeck oder auch Leute wie Merkel, ja, oder auch Leute wie Soros und, an die wird sich keiner erinnern. Das, was er da redet, ist, das glaubt er wahrscheinlich sogar selber, aber an ihn wird sich niemand erinnern. Er ist vielleicht als abschreckendes Beispiel, kommt er irgendwo vor, für dieser Abstieg Deutschlands, den wir jetzt gerade erleben, das wird auch gelehrt werden, ja, in verschiedenen Geschichtsbüchern. Warum wurde denn das verboten, das Z zu zeigen? Ja. Das hat eine ganz bestimmte Bewandtnis. Also, es gibt diesen berühmten Spruch, weißt du, damals im alten Rom, der Senator, der vorgeschlagen hat, Leute, wir sollten die Sklaven mit einem Bändchen markieren. Und es hieß, nee, wenn die sehen, wie viele sie sind, dann haben wir ein Problem. Und ähnlich ist das mit dem Z. Wenn die Leute sehen, wie viele sie sind, wenn die Leute jetzt alle, die das scheiße finden, was wir machen, unsere Beteiligung, ja, und die vielleicht nicht diesen Krieg unterstützen, ich unterstütze das ja auch nicht, aber die einfach verstehen, was da gerade so abgeht, ja, und dass dieses Schwarz-Weiß-Gemale, das da passiert, vollkommener Bullshit ist, ja, und die sich in dem, was da gerade geschieht, die auch ein solches Verständnis entwickelt haben, zu sehen, wir sind mehr oder weniger die Aggressoren. Ja, der Westen. Wir sind die Aggressoren. Klar haben die Russen da in der Ukraine angegriffen, aber das ist eben nicht, wie die das so erzählen, einfach so passiert. Ja, und die Leute, die das verstehen, die würden sich womöglich mit diesem Z
kenntlich machen, ja, und einfach sagen, nee, ich bin da dagegen, was wir da tun. Ich sehe auch die Kriegsgefahr. Ja, und das könnten so viele werden, dass sie das nicht durchziehen Zustimmung, können. Kollegen. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Aber ja. Wetter. Keine Sommerwochenende, dann wieder Brrr. Alternative Music.